bekommt der Wolf jetzt Konkurrenz in unseren Wäldern, und zwar von ihm, dem Goldschakal. In Bibergemünd, Ortsteil Rossbach, wurden Mitte Oktober 2 Schafe gerissen. Die DNA-Untersuchung im Senckenberg-Institut in Gelnhausen ergab, es war definitiv ein Goldschakal. Hier im hessischen Spessart ist es der erste Goldschakal-Nachweis. Die Goldschakale breiten sich seit einigen Jahren in ganz Europa aus und dringen dann auch in Gegenden vor wie nach Deutschland, wo die historisch nie vorkamen. Ja, das ist ein Unterschied zum Wolf, den haben wir mal ausgerottet, der kam hier mal vor, aber der Goldschakal ist wirklich neu. Wir haben in Deutschland bisher gut 20 Goldschakale nachgewiesen über die letzten Jahre. Was sind das für Tiere? Sind sie eine neue Gefahr für die Schafhaltung? Im Vergleich zum Wolf reißt der Goldschakal sehr selten Schafe. Der ist eigentlich eher wie ein großer Fuchs, ne? Der frisst hauptsächlich Mäuse und andere kleine Nagetiere. Der kann auch sich mal an Schafen vergreifen, das ist aber eher die Ausnahme. Also der ist kein zweiter Wolf. Als ob die Stimmung durch die angeblich zu vielen Wölfe bei den Schäfern nicht schon genug angeheizt wäre. Jetzt kommt auch noch ein weiteres Raubtier dazu. Man sagt eigentlich, dass dort, wo Wölfe vorkommen, ne, Wolfsrudel, sich keine Schakale ansiedeln. Der Schakal meidet eigentlich den Wolf. Der Wolf ist deutlich größer und stärker als der Schakal. Der Experte vom Senckenberg-Institut sieht zurzeit keine große Gefahr durch den Neuankömmling. Die wertvollen DNA-Proben werden akribisch gespeichert. In Deutschland wurde der Goldschakal im Jahr 1997 zum ersten Mal in Brandenburg nachgewiesen. Goldschakale sind scheu, sie meiden den Kontakt mit Menschen. Wenn Schakal und Wolf sich nicht mögen, könnte der Schakal den Wolf dann in Hessen ersetzen? Ja, wir haben ja erst relativ wenig Wölfe in Hessen. Gerade hier in der Region gibt es noch keine Wolfsrudel im Moment. Deswegen könnte es schon sein, dass Schakale sich ausbreiten. Naja, vielleicht findet der Goldschakal ja eine Nische in Hessen. Aber da könnte der Fuchs was dagegen haben. Die beiden haben ja das gleiche Beuteschema und den gleichen Lebensraum.